So Leute, willkommen zurück zu Terraway Unfolded. Wir sind hier noch immer in der Höhle und müssen, glaube ich, jetzt so langsam die Schnäpsel aufhalten. Denn die sind ja ganz, ganz, ganz böse und haben die ganzen Knöpfe da, Knöpfe, Tasten natürlich geklaut. Und bevor die abhauen, müssen wir sie aufhalten. Wie genau wir das tun, weiß ich noch nicht, aber das wird sich hoffentlich noch herauskristallisieren. Also zu die. Ah, Moment, ich habe schon eine Idee. Und zwar, wo sind die Tasten denn hin? Weil ich glaube, ich muss die da drauf werfen, oder? Nee. Nee, ich dachte, ich muss die da drauf werfen, damit ich da rüberkomme, aber das ist wahrscheinlich hier weniger der Fall, oder? Ich schau nochmal. Hoch hier. Und wenn ich jetzt hier drauf werfe. Nein. Ah, nee. Ah, das sind auch Tasten. Hä? Da ist gerade was runtergefallen. Okay, aber was muss ich denn genau machen, meine lieben Freunde? Schauen wir mal, das ist rot. Ist es gut, dass es rot ist? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ah ja, zuerst das Wasser abstellen. Das hat man mir sogar gesagt. Och, ich Idiot. Erstmal hier das Zeug wegmachen, dann das Zeug und zack. Perfektissimo. So, das Wasser ist erstmal weg. Das haben wir schon mal gut gemacht. Jetzt kommen wir da auch nach unten und können die bösen Schnipsel bekämpfen, meine lieben Freunde. Aber es kommen noch mehr. Kleiner Laborassistent, zum Glück geht's dir gut. Aber jetzt musst du die Schnipsel davon abhalten, unsere Forschung zu stehlen. Wenn sie wirklich wissen, wie man die Macht der Tasten nutzt, könnte das unser aller Ende sein. Wieso das denn? Ja, halt sie nicht auf. Sie sind nur durch das Abflussrohr entkommen. Oh, nö. Okay, dann, wo können wir hier runter? Da können wir... Kann ich hier vorbei? Danke. Hier können wir sicher runter. Zack, 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 zack. Alles schön mitnehmen. Was man hier mitnehmen kann. Ne, hier darf ich noch nicht runter. Ne. Da ist ja auch noch Wasser. Ich wollte jetzt gerade da runterspringen. Aber da ist noch böses Wasser, was uns nass macht. Und wenn wir nass sind, dann versinken wir. Im elenden See des Todes. So. Nehmen wir die Taste mit. Vielleicht können wir die noch gebrauchen. Die Schnipsel zerstören das Labor, stehlen alle unsere Prototyptasten und entführen unsere Wissenschaftler. Sie müssen sie benutzen, um etwas zu bauen. Was bauen die denn? Das ist die Frage. Sie haben unsere Forschungen durch dieses Abflussrohr geschleppt. Wir sollten sie verfolgen, aber ich bin ein Wissenschaftler, kein Höhlenforscher. Ich untersuche ab und zu mal Tropfsteinhöhlen, also Feuchtgebiete mehr oder weniger. Ich kann da gerne mal schauen. Nein! Ich dachte, ich komme da rüber. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä? Wo bin ich hier? Hä? Wieso? Wieso zur Hölle lande ich hier? Was zur Hölle? Wieso? Was? Ey, das ist doch voll unfair. Wieso lande ich denn hier? Okay, egal. Machen wir das mal so. Nee, das kann ich gar nicht drehen. Muss ich hier rein? Wo muss ich denn hin? Ist es richtig? Ich glaube schon, oder? Ja, wieso bin ich so weit hinten gelandet? Das ist voll unfair. Leute, was macht ihr denn mit mir? So, lassen wir das Zeug da wegmachen. Jetzt kommen wir wieder hier hin. Okay, jetzt können wir hier easy peasy runter. Ja, hier nochmal rüber. Das war echt ein bisschen unfair, dass wir so weit zurückgeportet wurden. Ah gut, sei es jetzt drum. Gehen wir den kleinen Weg halt nochmal. Und diesmal versuche ich es nicht. Nein! Was wäre nochmal runtergefallen? Diesmal versuche ich nicht darüber zu springen. Auch ich dachte wegen dem Klebstoff, dass es klappt. Egal, Geronimo! Und wo sind wir hier? Wartet, ihr Bösen! Hallo? Hä, wieso sind die nicht... Das war jetzt unlogisch. Wieso waren die nicht hypnotisiert von meinem Strahl? Müssen sie eigentlich sein, weil... Sie sind ja nicht immun dagegen geworden, oder doch? Ich glaube eher weniger, meine Freunde. Ich glaube eher weniger. So, betätigen wir das Ding da mal. Moment, das ist ein Geschenk. Da ist ein Geschenk, das ich ganz gerne haben wollen würde. Erstmal fotografieren wir es. Zack. Schönes Foto. Schön, wirklich sehr schönes Foto. Ist mir gut gelungen. So, dann darüber.
Und dann erholen wir es uns. Öffne mir! Ja, hab dich geöffnet, mein Freund. Siehst du, wie ich dich geöffnet habe? Und wie ich dich geöffnet habe. Ich mag es, Geschenke auszupacken. Schick mir am besten ganz viele Geschenke, damit ich diese dann auspacken kann. Mesdames et Messieurs. So, hier rein. Gehen wir einfach mal rein in das Loch. Keine Ahnung, wo das hinführt. Aber einfach immer in Löcher springen. Auch wenn ihr nicht, wo die hin... Auch wenn ihr nicht wisst... Nein! Habe ich das noch erwischt? Ja! Da rechts unten sieht man ihn noch. Wie cool. Okay, wo bin ich denn jetzt hier nochmal gelandet? Okay, einfach hier rauf. Zack. Stirb. Tschüss. Sehr schön, danke. Jetzt kommen wir hier nochmal rein. Ey, die Kamera ist teilweise echt ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, ob die so sein soll. Aber teilweise sieht es ein bisschen ungewollt aus. Die Kreaturen haben uns in die Dunkelheit gestürzt. Lass sie nicht entwischen. Beleuchte den Weg vor dir. Hä? Kreiere eine Flamme. Gut, dann machen wir so ein Flammensymbol. Moment, zack, 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 zack. Ja gut, das ist... Okay, so. Oh komm, das geht doch klar, oder? Dann nehmen wir hier nochmal hier gelb und machen eine kleinere Flamme da drin. So. So, etwa hier. Und dann nehmen wir das Ganze und stecken es hier rein. Sehr gut. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus, finde ich. Viel besser. Jetzt hinterher. Bringer des Lichts. Ja, ja, beruhig dich. Hat doch alles sein. Wie komme ich denn da hin? Hat doch alles seine Zeit, meine lieben Freunde. So, Nein, sie haben ein Schiff. Moment, aber das Papier, das man wegmachen. Zeitungspapier weg. So. Okay. Hier runter. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ob wir sie noch einholen können oder nicht, das werden wir... Oh, nein, ich hole ich zurück. Das werden wir hoffentlich noch erfahren. Und zwar in diesem Part hoffentlich auch noch. Aber ich glaube, das sollten wir schon schaffen, denn wir sind der Held. Wir sind der Held aller Helden. So. Ich bin mir ganz gar nicht mal so schlüssig, wo ich lang muss. Aber ich versuch mal mein Glück hier irgendwie... Ah, hier! Ich brauche wieder diesen Pustinator-Dingensbummens da. Ah, hier. So weit hätte ich das Ding tragen müssen. Echt jetzt? Alter Falter. Das ist ja echt relativ weit. Aber gut. Also das Erdbeerhörnchen hätte ich so weit tragen müssen. Kann ich das... Tatsächlich, das kann ich auch so betätigen. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, schnell hier das wegmachen. Wie ich zu dem Geschenk komme, keine Ahnung. Aber da kommen wir vielleicht noch später hin. Vielleicht auch nicht. Erstmal das ganze Papier wegmachen. Dann hier reinspringen. Und dann landen wir hier. Sehr schön. So. Wie ist das? Das ist irgendwie ein schönes Geräusch, muss ich zugeben. Wenn das Zeitungspapier einfach so weggeht. Macht das schöne Geräusche, ne? Finde ich schon. Ja, 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 ja. Findet ihr auch. Ihr habt die gleiche Meinung wie ich. Ihr habt immer die gleiche Meinung wie ich. Weil meine Meinung... Die einzig korrekte ist. Und sehr schön. Perfekt. Warte, warte, warte. Sehr gut. Wo lande ich hier? Nehmen wir hier. Wo lande ich hier? Nehmen wir hier. Ach so, da bin ich ja schon. Ich hätte. Nein! Oh, ich Idiot. Okay. Nein! Aha! Bin ich tot? Ich bin tot. Tatsache. Also, wo landen wir? Hier landen wir. Sehr schön. Okay. Dann nochmal. Nein! Ich muss einfach die X-Taste gedrückt halten, das fällt mir so schwer. Warte. Sehr schön, so. Natürlich bin ich gestorben, damit ich das nochmal holen kann. Sonst hat es keinen anderen Grund. Nee, 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 nee. So, jetzt hier rollen. Kein Problem. Aber jetzt hätte ich mich fast schon wieder weggeschleudert. Ich muss einfach ein bisschen aufpassen, so. Moment. Zack und... Zack und... Nein! Oh, komm doch. So. Okay. Runter. Hey, wieso... Wieso fliege ich denn weg? Das verstehe... Hä? So. Okay. Hey, wieso fliege ich denn so weit weg? Das verstehe ich nicht. Erklärt's mir doch einer. Okay, machen wir jetzt den Versuch so. Nee, es klappt nicht. Ich hab nicht wartet. Weil wenn ich hier Viereck drücke. Jetzt hat es geklappt.
Dankeschön, jetzt hat's geklappt. Aber sonst bin ich immer weggeflogen, ich habe nicht verstanden, wieso. Egalissimo. Ah, er freut sich, dass ich ihn anleuchte. Jeder freut sich, wenn ich ihn anleuchte mit meiner Taschenlampe. So, alles weg hier. Okay. Ich schaff's doch niemals so weit. Never ever schaff ich so weit. Was übersehe ich hier? Hä? Irgendwie gar nichts. Wie? Eben, ich schaff's nicht so weit zu springen. Was muss ich denn machen? Freunde? Kann ich denn etwa hier runter? Nein. Ich versteh's gerade echt nicht so. Ich bin wieder ein bisschen dämlich, muss ich zugeben. Warte. Nee. Hä? Was muss ich denn machen? Das klappt nicht. Hä? Was übersehe ich denn hier? Kann ich hier rüberspringen? Nein. Bam! Nein, es reicht niemals. Niemals reicht. Was könnte ich denn übersehen? Leute, helft mir doch mal. Soll ich mal zurückgehen? Nee, hier ist nichts. Ich muss da weitergehen. Aber ich check's wirklich nicht. Ich check es. Ach so, ich kann auch andere Tasten drücken. Ach so, sag das. Nein, nein, Dreieck nicht. Aber die Kreistaste? Nein, nein, nein. Da halten wir lieber die X-Taste. So. Okay, sag das doch. Oh ja, aber da war halt nur ein X. Moment. Das würde ich aber trotzdem mal probieren hier. Und zwar, wenn ich jetzt hier bin. Und dann. Warte, ich kann. Ich bin tot. Ah, super. Warte ganz kurz. Hier, okay, hier, das klappt. So. Und zwar lieber. Perfekt. Sehr schön. Okay. Die paar Konfetti-Dinge haben wir uns noch geholt. Das war doch eine Ehrensache, Leute. Aber gut, ich stand wirklich echt auf dem Schlauch, was ich da machen muss. Aber ja. Egal. Vielleicht ist es offensichtlich, vielleicht auch nicht. Ist mir jetzt im Endeffekt egal. Ich hab's geschafft irgendwie. Die haben mich gezwungen, unsere Tassen auf diese Schienen zu laden. Sie bauen etwas zum am anderen Ende. Oh, sie hatten auch ein kleines, pelziges Tier in einem Käfig. Ich glaube, sein Name war Nürf. Der gute Nürf. Nürf, wir retten dich. Wir kommen und retten dich, kleiner Nürf. So, erstmal hier. Dann hier runter. Okay. Hä, nein, 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 nein. Okay, das war doof von mir. So. Na, ah, fuck. Wieso mache ich immer die gleichen dummen Fehler? So, nochmal jetzt. Warte, erstmal das weg. Dankeschön. So, sehr schön. Und X. Nein! Haha! Oh Gott. Okay, warte nochmal. Hier X. Ein Kreis ist kein Problem. Viereck ist kein Problem, wollte ich gerade sagen. Ey, wie. Okay, nochmal. Hier. Viereck ist kein Problem. Kreis ist als nächstes kein Problem. Kreis. Zack. Dann X sollte kein Problem sein. Nee. Viereck ist kein Problem. Kreis. Okay, ich muss das wirklich einzeln machen. Einzeln machen, dann geht es schon. Und X. Sehr schön. Jetzt gleichzeitig noch das Viereck. Okay. Heieiei, ich stelle mich manchmal wirklich doof an. Das gebe ich zu. Und das gebe ich zu, dass ich mich doof anstelle. Aber, ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich bin halt ein doofes Nüsschen, yeah. Oh. Cool. Ich leite mir hier selbst den Weg. Aber hier geht's nicht weiter. Aber da! Nein, ich hab's zu spät gemerkt, dass ich da nicht absteigen darf. Oder wie. So. Was gibt's hier Feines? Wo komme ich hier raus? Nein. Danke. danke. Jetzt machen wir es vielleicht ein bisschen schneller. So.
Oder auch nicht. Oder sterben wir halt einfach. Ist auch okay. So, vier, da kommt, das kann ich gleich machen. So, dann drei, Kreis, X, Viereck, Kreis, X, Viereck. Okay, gut. Jetzt bloß nicht da rein. Bloß nicht nochmal da rein, das war ein Fehler. Aber wer hätte wissen können, dass es ein Fehler ist? Ich hätte das gewusst, Foka, ich weiß alles. Ja, du bist der Beste. Sei stolz auf dich, mein Freund. Sei stolz auf dich. So. Rüber da, hier haben wir einfach so ein ganz normales Geschenk. Easy peasy. Das nehmen wir gerne mit. Wo geht's jetzt als nächstes hin? Nee, hier waren wir doch schon. Du musst doch da hoch. Hä? Das war doch nicht alles nur für ein Geschenk, oder doch? Das kann niemals alles nur für ein Geschenk gewesen sein. Aber es sieht so aus. Weil der einzige Weg führt dahin. Hä? Schau nochmal. Okay, ich lande hier. Kann ich von hier aus irgendwo hin? Was sagst du denn? Warte. Ach so, hier nach unten, oder wie? Nein. Nein, ich glaube, ich werde hier sterben. Ich glaube, ich werde hier sterben. Das war dumm. Ufer? Komm ich da rauf? Nein, komm ich nicht. Okay. Ja, wo muss ich denn hin? Doch, hier auf die Schiene und dann als Ball. Ja, eben. Okay. Okay, das war doch nur ein Secret. Ach so. Das hätte ich nicht wissen können. Was jetzt? Oh, okay. Ich hab's verstanden. So, erstmal so. Kann ich schon mal vier gedrückt halten. So, schauen wir, ob, was die nächste Taste ist, die wir drücken müssen. Und das wäre nochmal Viereck. Zurück. Sehr schön, okay. Jetzt, ich weiß, dass ich irgendwas drücken muss. Das ist kein Problem. War es gut, was ich gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Oh. Und tschüss. Sind die überhaupt hinter mir gestorben? Nein. Oh Mann. Wo landet denn wieder? Hier landet, okay. Sterbet alle! Alle sterben! Außen als wir auch unser Freund, der gute Josef. Ah, ich habe auch ein paar Konfetti-Dinge verpasst, aber egal. Hä? Hallo? Ja, wow! Ich konnte nicht mehr springen. Also ich konnte da nicht springen, Leute. Das war jetzt nicht irgendwie ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich konnte einfach nicht mehr springen und konnte mich nicht bewegen. So. Und zurück. Perfekt. Jetzt haben wir das Konfetti sogar eingesammelt. Und zurück. Schon wieder? Ja, was soll das denn? Das ist Betrug, Leute. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen Betrug. Weil ich hab's eigentlich gut gemacht. Ich hab's echt gut gemacht. So. Und zwar jetzt. Ja, danke schön. Diesmal hat's geklappt. Okay, und zurück. Sehr schön. Ich könnte eigentlich natürlich die ganze Zeit das Leitlicht anlassen. Wieso mache ich das nicht? Egalissimo. Ha, schlussendlich haben wir es geschafft. Ich sterbe hier echt ein paar Mal zu oft, habe ich das Gefühl. Aber gut. Keine Panik, ich bin nur verkleidet. Ich konnte abhauen und mich verstecken. Aber da sind hunderte Schnipsel. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich bin nur im Verstecken gut. Und im Dividieren. Ja, dann dividier mal die ganzen Schnipsel hier weg. Dividier sie weg, junge Dame. Was denn hier? Hört sich schon mal böse an. Eine Tür. Mit Schnipsel. Tschüss. Hahaha, wie gut. Tschüss. So, kommt alle mal hier rauf. Alles schön, alles versammeln. Und tschüss. Dann kommt hier mal rauf. Kommt doch, haut doch. Bam, weg mit euch. Ja, kein Ding. Kommt ihr halt hier auf. Zack. Und da kommt noch mehr. Warte. Komm her. Zack. Nein. Oh, der hat mich überlistet. Aber egal. Ich töte ihn einfach. Er überlistet mich und ich töte ihn. Kein Ding. Also, das ist eine gute Abmachung, die wir da gemacht haben. Nein! Ich habe doch hier Segel schon von diesem Zeitungspapier befreit. Wieso hat es jetzt neues Zeitungspapier? Ach, ist mir egal. So, hier müssen wir erstmal abwarten. So. Und rüber. Okay. Wartet. Alles vom Papier befreien. Alles vom Zeitungspapier befreien. In das Zeitungspapier. Es ist böse, meine Freunde. So, ich habe nicht alles befreit, sehe ich schon. Moment. Rüber. Okay. Trommelfell. Ah, ah, ah.
und wartet. Trommelfell. Sehr gut. Perfektissimo. Perfektissimo. Sehr, sehr, sehr schön. Ich würde sagen, das haben wir gut gemacht. Und dann können wir auch den Part für diesen Part beenden. Oder? Hä? Ja, wir können jetzt den Part erstmal beenden. Das wollte ich sagen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn so wäre, würde ich mich über Feedback freuen. Dann sehen wir uns auf dem nächsten Part wieder. Bis dahin, schönen Tag noch, alles gut und tüdelü.